Hallo, guten Abend an alle. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wir wollen gleich mal mit einer kleinen Methode der Verbundenheit einsteigen. Ja, also wir hatten uns ja gewünscht, dass Sie einen Gegenstand mitbringen. Das gehört so ein Stück zur Organisation, nämlich einen, der jetzt vielleicht Ihre derzeitige Lage, ja, oder Ihr Grad, Ihr Gefühl oder Sie als Person beschreibt. Bei mir ist es hier ein wunderbarer Stein. Das ist mein Motivationsstein, den ich von einer Studierenden geschenkt bekommen habe, nach den letzten Abschlussprüfungen, der es dann sehr gut ging. Genau. Genau. Und ich schmeiße den mal zu meiner Kollegin. Und bei mir kommt mein Handy an, das für mich auch viel mit Verbundenheit zu tun hat, da ich eine Fernbeziehung führe und ich glaube, wäre ich noch nicht so digital unterwegs, würde die Beziehung nicht wirklich funktionieren. Genau. Und jetzt wäre eigentlich dran, dass wir sie an Ihnen weitergeben. Aber geht ja nicht. Ich glaube, da würden wir auch in einer halben Stunde nicht, ja, wir würden ja nicht fertig werden. Genau. Bitte denken Sie daran, dass Sie mit uns nicht sprechen können, wir Sie auch nicht sehen, dass Sie, wenn Sie uns schreiben wollen, an alle Diskussionsteilnehmer schreiben. Wir sind extra zu zweit, dass wir es gut im Blick haben, wer im Chat immer wieder im Blick hat und die anderen spricht mit ihnen. Genau, und so werden wir gut die nächste halbe Stunde miteinander verbringen. Okay, also Sie haben ja schon gemerkt, dass es so ein bisschen eine Mischung ist aus, wir wenden gleich praktisch Sachen an und ein bisschen, ja, so ein bisschen Theorie auch. Und da steigen wir jetzt schon mal auch ein Teil ein. Ich glaube. Genau. Auch eine Übung, die man gut machen kann, wenn wir den Teilnehmer sehen, ist die Post-it-Übung. Und somit kann ich gleich sehen, ohne viel reden. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen das Spiel Alle die oder Obstsalat. Und das machen wir jetzt medial. Das heißt, das Post-it verwenden wir, um unsere Kamera zuzuhalten. Und dann stellt man eine Frage. Und diese Frage ist zum Beispiel, wer hat heute den ganzen Tag schon gearbeitet? Und dann sage ich, die lächeln sich an. Oder mal wieder zuhören, wer kommt aus Deutschland? Genau. Wer ist als Dozentin tätig in einer berufsbildenden Schule? Genau. Und das könnte man jetzt immer wieder so weiterführen. Und wenn wir die Bilder sehen, dann haben Sie das in den Kacheln wunderbar. Und es ist auch schon mal wieder was Freundliches, weil jeder lächelt den anderen an und nicht nur ihn. Genau. So. Und dann haben wir Ihnen eine Folie reingelegt. Da werden wir nicht viel drüber reden. Nur für Sie nochmal im Blick zu haben, welche Formen von Blended Learning gibt es? Ramona und ich arbeiten hauptsächlich in so einem System Rotationsmodell oder Flipped Classroom. Also das ist so, dass wenn wir agieren. Genau. Und wir werden sehen, was wir Ihnen heute noch so mitgeben können. Vielleicht ein paar technische Vorüberlegungen, wenn Sie online oder digital mit Lernenden arbeiten. Also es gibt ein paar technische Vorüberlegungen, wo man auch ein bisschen gucken muss, haben die Lernenden, ich weiß nicht, ob die bei Ihnen alle schon digital technisch ausgestattet sind, ob die auch die Kompetenzen haben, beispielsweise Zoom zu nutzen. Wir hatten heute das große Glück, dass wir noch einen kleinen Crashkurs davor bekommen haben, dass man einfach auch vielleicht so eine Art Roomtour mit den Lernenden macht, so alle Funktionen einfach mal ausprobieren und gucken, was da online und digital alles möglich ist. Sind denn alle Rahmenbedingungen geklärt, wie möchte ich, dass ich gefilmt werde oder nicht? Wer ist denn erreichbar, wenn es mal nicht funktioniert mit der Übertragung der Videokonferenz? Genau. Und auch so ein bisschen,
wie ist denn der Workload verteilt? Ja, treffen wir uns heute den ganzen Tag jetzt oder den ganzen Vormittag oder die ganze Stunde oder gibt es vielleicht nur 10 Minuten Input und dann darf ich selbstständig arbeiten an meinem Schreibtisch und dann treffen wir uns einfach später nochmal, dass es einfach transparent gemacht wird. So, ja, jetzt versuche ich die nächste Folie. Das gehört auch dazu, wenn mal was nicht funktioniert oder Sie das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt vielleicht meine Lernenden in Gruppen, also man kann ja auch Gruppen erstellen, einteilen, sagen Sie immer das, was Sie gerade tun online. Wenn man mich direkt vorsieht an der Tafel, dann weiß man, was ich gerade mache. Online ist das nicht so. Das kann sein, dass dann der Lernende denkt, oh, bei mir funktioniert in der Übertragung etwas, weil jetzt keiner mehr spricht und ich höre nichts mehr. Ja, also ich will ganz, ganz kurz auf eine Studie eingehen und was man vielleicht auch grundsätzlich beim Lernen online beachten soll. Also es gab eine Studie während der Corona-Zeit, dass es einen maßgeblichen Zusammenhang gibt zwischen Wohlbefinden, zwischen dem wahrgenommenen Lernerfolg und der sozialen Einbindung oder Eingebundenheit. Das heißt für uns, ich gehe mal ein Stück weiter, das heißt für uns eigentlich, aus den Studien lässt sich erkennen, und da haben Sie einen ganz, ganz guten Riecher gehabt, das Gefühl von Verbindung und Verbundenheit und eine Gestaltung der Beziehung im Online-Kurs oder in der Online-Lehre ist maßgeblich für den Lernerfolg. Was noch rauskam, ist so dieses, wie können sich die Lernenden selbst organisieren? Welche Tools und welche Kompetenzen bekommen die von uns vermittelt, damit die sich auch zu Hause und ihr Lernen zu Hause selbst organisieren können? Dann ist ein weiterer Anteil, sitze ich jetzt nur hier und erzähle etwas? Oder binde ich so kleine Methoden, die wir jetzt gerade am Anfang gemacht haben, binde ich die ein? Beispielsweise kann ich als erstes Bild auch so eine Gefühlslandschaft in dieses Whiteboard stecken und dann sollen sich erstmal alle positionieren, wie es ihnen gerade geht. Und was auch bei uns in der Schule ein Riesenthema war, ist das Gefühl der Studierenden, dass sie von uns ein Feedback bekommen. Und dass wir auch von Ihnen immer wieder ein Feedback bekommen. Wie läuft es gerade? Auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich sehen, wie läuft es gerade? Das ist auch beziehungsfördernd. So, Corinna, möchtest du noch was zu Dörner sagen oder sonst würde ich gleich weitermachen? Nee, kurz noch. Genau, also Bedürfnisse nach Dörner. Dörner hat gesagt, wir Menschen haben Motivationen und wir haben Handlung. Wir regulieren unser Handeln nach bestimmten Motiven. Und diese Motive, also diese Bedürfnisse, sind die Zugehörigkeit, die Bestimmtheit und die Kompetenz. Und das bestätigt haargenau das, was eben diese Studie festgestellt haben. Wir Menschen suchen nach Signalen, dass wir wo dazugehören. Wir suchen nach Signalen nach Sicherheit und Struktur. Und wir suchen nach Signalen, dass wir kompetent entscheiden können. Also wann mache ich was oder wie mache ich was? Und haargenau das sind einfach auch noch Dinge, die wir im Blick haben sollten, wenn es um mediales Lernen und um zum Beispiel selbstverantwortliches Lernen geht. Genau. Okay. Wenn wir uns jetzt dieses Schaubild links mal anschauen, dann sehen wir, was lässt denn eigentlich das Gefühl von sozialer Eingebundenheit entstehen? Und das ist einmal, dass unsere Lernenden mitbestimmen können, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass wir beispielsweise das Umfragetool nutzen, um weiteres Vorgehen oder kleine Einheiten anbieten, wo unsere Lernenden mitbestimmen können. Teamarbeit. Also ich finde es ohnehin, es ist tröge, wenn man eine ganze Stunde von einem Referenten bequatscht wird quasi. Ja. Es ist viel schöner, wenn man einen Input kriegt, eine Aufgabe und dann kann ich in meinem Team arbeiten und dann kann ich viel aktiver sein und forschender lernen. Die Rolle, also meine Rolle verstehe ich da eher als einer, die Leitplanken gibt,
Also ich gebe so viel Informationen, die so aufbereitet sind, dass sie meinen Lernenden nicht einengen, aber auch nicht in der Auswahl und in dieser Fülle total überfordern. Da immer das gesunde und richtige Maß zu finden und da auch quasi eher begleitend zur Seite zu stehen. Das heißt, dass wir Teamarbeit anbieten und dann gibt es Breakout Rooms für kleinere Gruppen, die dann an ihrem Thema arbeiten. Und in der Zeit sitze ich nicht am Rechner und drehe Däumchen, sondern in der Zeit spreche ich gezielt entweder Lernende an oder stehe für einzelne Lernende zur Verfügung, um ganz genau eins zu eins am Lernen und an der Beziehung zu arbeiten. Und das schafft natürlich eine hohes Gefühl der Eingebundenheit. Einerseits, weil die Kleingruppe aktiv miteinander arbeitet und auf der anderen Seite, weil ich als jemand wahrgenommen werde, der im Krisenfall oder im Konfliktfall, im Problemfall auch zur Verfügung steht und ansprechbar ist und erreichbar ist. Sie können ja auch gerne Rituale einpflegen, ja, das heißt, ob man jeder für sich zu Hause eine kleine Kerze anzündet oder ob Sie sagen, wir starten mit einem bestimmten Song oder enden unsere Lerneinheit mit einem bestimmten Song, dass sie wirklich so... Genau, da ist es zum Beispiel super zum sagen, Dinge, die ich sowieso mache, ihre Ressourcen, die sie haben, können sie da einbringen. Wenn jemand nebenher nur Yoga-Lehrer ist oder so, dann starten sie mit der Atemübung oder mit sowas. Also wir haben jegliche Chance, aber das gibt eben auch dem nochmal eine persönliche Note und eine Verbundenheit. Schaffen Sie bitte Strukturen, Transparenz und Sicherheit. Das gibt auch das Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo ich mich befinde und ich weiß, wie es weitergeht. Das schafft eine hohe, hohe Sicherheit. In unserem Kontext nennen wir das oft Leitplanken. Ja, also, okay. Es geht einen Spielraum vor und der schützt mich. Die Leitplanken sind nicht da, damit ich eingeschränkt bin, sondern die sind zum Schutz da. Und dieses Bild hilft ganz oft eben auch den Lernenden. Okay, also worauf ich noch eingehen will, ist, dass ja nicht nur die Lernenden mit uns Kontakt haben wollen, sondern dass wir auch Kontaktmöglichkeiten schaffen können, wo die Studierenden einfach mal, also ohne Arbeitsauftrag, einfach mal miteinander sprechen können. Einfach ein Zeitfenster da ist, wo man sich mal austauschen kann. Das hat man ja im Präsenz eigentlich auch. So eine Viertelstunde, da komme ich eine Viertelstunde früher, dann schlage ich noch mal ein bisschen mit meinen Mitlernern und dann fühle ich mich auch viel wohler und fühle mich eingebunden in diese Gruppe. Das mit dem Ton geben wir mal weiter. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ist das bei Ramona oder ist das bei uns beiden? Okay. Machst du dann weiter? Kann ich? Erstmal? Okay. Du musst für mich klicken. Ah, Individualisierung. Ach, bitte. Ich versuche nebenbei den Chat zu bespielen. Genau, also Selbstorganisation ist ein großes Thema und hier gibt es halt wieder auch Leitplanken und Unterstützungsmechanismen, wie zum Beispiel ein Logbuch. Da glaube ich, ist aber jetzt wirklich Ramona die bessere Person, weil sie es entwickelt hat. Ich probiere es weiter. Ja, also ich habe ein Logbuch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Lernende, also es ist nicht jedermanns Sache, alleine zu Hause zu lernen. Und das ist natürlich... Ist wieder okay, gut, danke. Es ist natürlich so, dass die sich auch in Gruppen online treffen können. Aber um das eigene Lernen zu überwachen und eigene Lernschritte nachzuvollziehen und Lernerfolge auch zu sehen, um dann auch weiter motiviert zu sein, weil das ist ja auch so eine Sache, ich will ja motiviert bei der Sache sein, ist es gut, wenn man so eine Art Logbuch hat. Das Logbuch können Sie zugesendet bekommen von uns. Ab Montag, denke ich, wir überarbeiten das gerade nochmal, wenn Sie sich bei dem Newsletter von Medienräume, vielleicht kannst du den Link von Medienräume reinbringen, wenn Sie sich da anmelden, dann kriegen Sie den auch zugeschickt, kostenfrei einfach dieses Logbuch. Das ist quasi eine Dokumentation des eigenen Lernens.
Das sind so Fragen, die man quasi hat, die bei der Arbeit aufkommen. Das sind Schritte, die man gegangen ist. Auch so ein bisschen ein Abhaken. Was habe ich heute erledigt? Was habe ich heute gelernt? Woran habe ich gearbeitet? Sodass ich, wenn man vielleicht vor einer Prüfung ist, dass man da nochmal alles Revue passieren lassen kann. Da gibt es ja oft eine große Aufregung verbunden mit Prüfungen, dass man einfach nochmal sagen kann, okay, das habe ich gut gelernt, da habe ich 3 Wochen dran gearbeitet, jetzt kann ich mich erinnern, aha, okay. Weil das war bei uns jedenfalls in der Corona-Zeit vor den Prüfungen, das war ein riesen Krisenthema. Bin ich denn auch gut vorbereitet für eine mögliche Prüfung? Und das, um das einfach nochmal selbstbestimmt nachzuvollziehen, da haben wir so ein Logbuch entwickelt. Natürlich könnte man das noch ausweiten, wo dann eigene Noten eingetragen werden, wo dann fächerübergreifend gearbeitet werden kann, an eigenen Forschungsfragen gearbeitet werden kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es ist auch so ein bisschen das Konzept des sicheren Raumes. Nicht jeder fühlt sich wohl, online zu sprechen, vor allem, weil es ja auch wirklich ein Einblick in private Räume ist. Dass man da einfach guckt, wie können wir es organisieren, dass sich jeder traut und jeder die Möglichkeit hat, auch online sich zu zeigen. Welche Kompetenzen brauchen Sie denn noch, außer vielleicht der zur Verfügungstellung eines Logbuchs, um gut lernen zu können? Und das fängt an mit, wie schaue ich ein Erklärvideo an und wie ziehe ich Informationen aus einem Erklärvideo und wie lese ich einen Text und wie kann ich gut bei Ihnen vielleicht mit Sprachthemen, ja, wie gibt es bestimmt auch nochmal Spezifisches, wo Sie sagen, ja, das braucht man als Basiskompetenz. Und bei uns ist es wie lese ich einen Text richtig, um alles zu verstehen? Und wie schaue ich ein Erklärvideo, um alles zu verstehen? Okay, und wir müssen uns, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, worauf habe ich denn eigentlich Einfluss? Ich bin nicht so 100% dafür verantwortlich, was der Studierende zu Hause lernt oder der Lernende. Es gibt so, so viele Einflussfaktoren, die das Lernen unserer Studierenden oder unserer Schützlinge beeinflusst, dass wir da auch mal so eine Relativität entstehen lassen müssen. Genau. So, jetzt probiere ich mal nochmal. Genau. Es gibt für, da bin ich jetzt schon beim dritten Punkt angekommen. Genau. Es gibt Methoden. Möchtest du? Ja, gerne, dann mache ich den Chat. Genau. Also Methoden, da haben wir einfach schon Dinge vorgegeben. Es kommt darauf an, mit welchem Tool Sie arbeiten. Also bei Zoom ist es ja zum Beispiel auch möglich, dass ich ein Smiley setze oder dass ich zum Beispiel auch so arbeite oder ich mit Karten arbeite, die ich die Teilnehmer machen lasse, wo ich wieder eine Verbundenheit schaffe. Smiley setzen ist zum Beispiel, wenn ich unterrichte, mindestens alle 20, 30 Minuten eine Aktion von mir, weil ich somit Leute, die gerade nicht teilnehmen im Sinne von Reden oder Schreiben, die Chance gebe, mir mitzuteilen, wie es ihnen geht und damit agiere. Genau. Ich habe mal eine Online-Fortbildung bei Corinna mitgemacht. ich glaube, es war Webinar, wie man gut Webinare führt. Ja. Und sie hat einem wirklich nahezu unmöglich gemacht, auch überhaupt einen Kaffee zu holen in der Küche. Weil man immer wieder, so und jetzt gib da mal ein und dann, sie hat auch Links gesetzt mit ganz, ganz tollen Tools, wo wir übrigens auch ein ganz tolles Padlet haben, was wir auch zur Verfügung stellen können bei Bedarf, wo ganz viele Tools drin sind, die man nutzen kann, um wirklich aktivierend zu unterrichten. Und ich dachte mir, das darf ja nicht wahr sein. Jetzt hatte ich eine Stunde Webinar bei Corinna und bin die ganze Zeit hier tatsächlich dran gewesen und habe ständig irgendwas gemacht, war immer aktiv und immer da, dass ich eigentlich gar nicht so dieses, ach naja, lasse ich mich zurieseln und trinke meinen Kaffee, das war mir unmöglich. Also das ist ja das Spannende. Oft wird ja unterstellt, dass die ganzen Webinare hauptsächlich für visuelle oder auditive Lerntypen sind. Aber genau, wenn ich solche aktivierende Momente reinsetze, kann ich zum Beispiel kinästhetische Lerntypen oder
also aktivieren. Und vielleicht habe ich da ja Ramona getroffen. Was anderes sind Breakout-Räume. Hier auch die Möglichkeit, dass die sich miteinander alleine unterhalten. Aber ich kann zum Beispiel die anders aktivieren nochmal, indem ich zum Beispiel Etherpads in die Breakout-Räume gebe und die schreiben kollaborativ miteinander. Oder ich kann Dinge einblenden, Videos einspielen, mit der Gefühlslandkarte, was Ramona vorhin schon gesagt hat. Ich kann ein Foto machen von Karten, mit denen ich sonst arbeite, und die Teilnehmer können sich rausgreifen. Also umso mehr ich versuche, es ganzheitlich zu gestalten, umso mehr habe ich auch den ganzen Menschen mit dabei und kann so agieren. Genau. Und eben, eigentlich heißt es, wenn man online unterrichtet, alle 2 Minuten soll was passieren. Trotzdem sind wir ja so schnell mit den Folien. Ich habe jetzt mal den Link kopiert. So, okay, ich hoffe, dass ich den auswendig wusste. Schauen wir mal, ob es denn so hingehauen hat. Okay, jetzt gehe ich wieder in die Präsentation. So, und das Letzte, der letzte große Input, den wir haben, ist Feedback-Tools. Es gibt so viele schöne Feedback-Tools und wir wollen im Grunde genommen auch von Ihnen, ja, mit Ihnen den mal ausprobieren. Das heißt, die Corinna wird jetzt dann wird Mentimeter ausprobieren. Auf dem Padlet, vielleicht kriege ich von einem Teilnehmer die Rückmeldung, ob das der Link funktioniert. Auf dem Padlet sind ganz, ganz viele Tools, das erschlägt geradezu. Aber wir machen auch Fortbildungen dazu und wir planen auch da eventuell so kleine vorweihnachtliche Kaminrunden zu machen, wo man die einfach mal ausprobieren kann in ungezwungener Art und Weise. Und vielleicht hat ja auch ExpoLingua Lust an so einer Kaminrunde und dann können wir uns alle mal mit einem Tee treffen und hören dem Feuer zu und probieren nebenbei ein paar Feedback-Tools oder andere Tools aus. Genau. Die Corinna wird mit uns jetzt mal Mentimeter ausprobieren, wenn Sie das noch nicht kennen. Genau, sofort, weil du hast den Link nicht an die Zuhörer noch mitgeschickt und das ist immer diese wichtige Info noch. Genau. An Ulrike, das ist eine super Idee, also dass man 1, 2 oder 3 spielen könnte und man hat quasi auf dem Bildschirm die 3 Felder, letzte Chance vorbei. Super, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, danke für den Tipp. Okay. Wenn es in Ordnung ist, würde ich das auch weitergeben an Kollegen, dass man sowas einfach auch mal spielen kann. Kannst du aus der Präsentation heraus, damit ich meins zeigen ja, kann? Ja, mache ich. Genau, dann gebe ich den Bildschirm frei. Vielleicht kennen ja einige von Ihnen Mentimeter. Sie kriegen jetzt den Auftrag von mir, www.menti.com einzugeben und dann den Code 887247. Genau. Und mit dem können wir... kriegen Sie Aufgaben gestellt. Jetzt werden Sie zum Beispiel gefragt, welcher Aspekt ist Ihnen bisher nun bewusster? Zum Thema Verbundenheit und Online-Unterricht. Einfach ein Browserfenster aufmachen, www.menti.com öffnen und 887247 eingeben. Funktioniert es nicht? Also ich sehe gerade im Chat nicht. Hier im Chat hat noch keiner gesagt, dass es nicht funktioniert. Okay. Ah ja, da trudeln die Ersten auch schon ein. Ja. Also und wenn Sie hier sehen, Menti, der Vorteil an Menti.com ist, also oder Mentimeter, es ist wunderbar, weil ich es anonym machen kann und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dass Ihre Teilnehmer anonym was schreiben können, so können Sie ängstliche Teilnehmer besser herauslocken.
also bei, wir arbeiten mit BigBlueButton und da gibt es zum Beispiel den Chat und es gibt aber geteilte Notizen. Bei geteilten Notizen steht nicht der Name dort und somit trauen sich viel mehr, was zu schreiben, weil sie sonst Angst haben, es falsch zu haben. Und ich meine, sie sind ja die meisten von den Sprachlehrern, da ist es vielleicht noch mehr, also diese Panik, oh Gott, ich schreibe es jetzt falsch. Und alle wissen, ich kann es nicht. Und so gibt es dann die Möglichkeit, das zu eben geheim zu schreiben. Habe ich die Möglichkeit nicht, weil ich zum Beispiel nur mit Chat arbeite, kann ich mir ein extra Tool, wie bei zum Beispiel Zoom reinholen oder was, wo Etherpads sind und ich kann damit arbeiten, auch dass es geheim ist. Also mit Bildschirm teilen und es funktioniert, wie Sie jetzt gerade sehen. Genau. Mittlerweile, schauen Sie hin, ist auch interessant, sieht man gut, 16 Personen haben jetzt bisher abgestimmt, 17. Genau, wir warten jetzt nur so eine halbe Minute, weil dann haben wir noch zwei Folien, um Ihnen einfach die Vielfalt von menti.com zu zeigen. So ein Instrument setzen wir regelmäßig ein, auf die unterschiedlichsten Arten, um am Anfang zu sammeln, was weiß ich von dem Thema, um dazwischen mal zu checken, wo sind die Leute gerade und am Ende zu evaluieren. Und Sie werden sehen, es ist ganz abwechslungsreich. Ich springe jetzt. Also ich sage vielleicht noch mal was zu Menti. Wer da größeres Interesse hat, ich bilde mir ein, dass es auch auf dem Padlet ist. Und unter dem Begriff Mentimeter finden Sie erstmal ein Dokument. Das ist ein PDF-Dokument. Das dürfen Sie auch gerne runterladen. Das sind alle Informationen. Sie dürfen nebenbei auch gerne noch die Fragen hier beantworten. Genau, wäre schön. Also im Hintergrund sind, also es sind die Funktionsweise von Mentimeter ist beschrieben. Es sind Unterrichtsbeispiele beschrieben, was man machen kann, ob es kostenfrei ist oder nicht, um was es sich da eigentlich handelt. Genau. Und darunter ist ein Tutorial, also ein Erklärvideo, wie Mentimeter funktioniert. Und darunter finden Sie dann quasi den Link zu mentimeter.com, wo Sie einfach selber ausprobieren können. Der Code ist, den finden Sie hier oben. Der ist, kannst du den mal mit deinem Cursor angehen? Ja, Moment. Ich habe gerade den Chat dabei. Das ist die 887247. Ob wir Erfahrung mit Kahoot haben? Ja, unbedingt, unbedingt. Also man kann da Leistungsstände erheben auch auf total spielerische Art und Weise. Und wir haben es jetzt halt schon synchron gespielt. Also jeder war vor seinem Rechner und hat mitgespielt, was natürlich so eine gewisse Dynamik reinbringt, wer der Beste ist und so weiter und so fort. Also ich finde, der Fun-Faktor ist eigentlich ein höherer, wenn man synchron spielt. Man kann aber Kahoot, und für die, die das nicht kennen, Kahoot ist ein Quiz, ein Online-Quiz, das man selber erstellen kann. Und man kann es aber auch asynchron spielen. Also das heißt, jeder durchläuft dieses Quiz, in wann er will, wie schnell er das möchte. Und ich bekomme aber in beiden Fällen immer eine Rückmeldung, wie viele und welche Fragen der Einzelne beantwortet hat und richtig beantwortet hat oder ob die fehlerhaft waren. Und das heißt, ich habe, das ist eigentlich auch eine Art Feedback für mich. Ist denn das jetzt, was ich erzählt habe beim letzten Mal, ist es oder heute, ist es dann verstanden worden? Oder braucht es da vielleicht noch was anderes, einen anderen Input von mir, einen anderen Aspekt? Genau, und jetzt dann noch wieder zurück zu Menti. Ganz interessant, Sie haben ja abgestimmt und ich kriege nicht nur das Zwischenergebnis, also den Durchschnittswert, sondern ich sehe, wie die Verteilung ist. Und das ist ja auch ganz spannend, also wie Sie, wenn Sie sehen. Und übrigens danke fürs Feedback bisher. Genau. Und es gibt noch eine Folie und das ist dann zum Teil, was ich noch sagen will. Entschuldigung, da hätte ich kein Fragezeichen. Doch, was ich noch sagen will, ist ein Fragezeichen. Und da kann man jetzt Texte reinschreiben und Sie sehen somit, dieses Mentimeter ist schon sehr vielseitig und kann mir auch viel ermöglichen. Genau. Aber eigentlich haben wir es jetzt ein bisschen fast zu früh gemacht, aber somit kann man wenigstens noch damit arbeiten. Genau. Ja, also wenn Sie Lust haben, können Sie uns gerne auf Medienräume besuchen. Wir verschicken auch immer wieder mal
Newsletter zu unterschiedlichsten aktuellen Themen, auch Tools, wenn es neue Tools gibt, die wir interessant finden oder wenn wir jetzt beispielsweise das Logbuch verbessert haben. Wir haben jetzt auch eine Broschüre rausgegeben zum Distanzlernen, wo diese Tipps auch nochmal erweitert dargestellt sind und auch noch ein bisschen Theorie hinterlegt ist, weil eine 30 Minuten, natürlich könnten wir noch viel länger darüber sprechen. Genau. Es kam auch, was zum Beispiel, wer sich bei uns anmeldet, bei unserem Newsletter auch noch gerade in Arbeit ist. Oh ja. Ein Online-Adventskalender. Ich wollte jetzt nur ein bisschen warten, was die Leute schreiben. Und dann hätte ich Ihnen ein Beispiel vom Online-Adventskalender, der sich um Weihnachten, Online-Unterricht und selbstverantwortliches Lernen so groß im Großen und Ganzen geht, oder, Mona? Ja, genau, ja. Und viel Digitales auch in verschiedensten Aspekten. Ja, während die Corinna Ihnen den Kalender zeigt, will ich mich ganz, ganz arg, ich habe nämlich die Zeit so ein bisschen im Blick und die Sorge, dass wir vielleicht irgendwann rausgeworfen werden, weil wir überziehen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank auch für diese ganz tollen Feedbacks von Ihnen. Geniali werde ich mir aufschreiben und gleich mal recherchieren. Ansonsten, das war uns eine Freude, mit Ihnen leider sehr einseitig zu sprechen. Aber ja, haben Sie noch einen ganz, ganz tollen Abend und genießen Sie Ihren Abend. Und da sehen Sie jetzt nochmal eine Folie von unserem Adventskalender. Genau, da ist der Konsumkrimi auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Genau, gerade zur Weihnachtszeit. Ja, willst du dich noch verabschieden? Ich sag schon mal tschüss. Genau. Ich will vielleicht noch kurz was zu dem sagen, was ich am Anfang dazwischen mal geschrieben habe, als jemand gefragt hat, darf ich jetzt für meine Studierenden weitergehen? Ja, aber damit es bedeutsam wird, und das ist was Wichtiges, was für Lernen wichtig ist, es soll bedeutsam sein, dafür sollten Sie dahinter stehen. Dafür ist notwendig, dass es begleitet wird, Impulse gegeben wird von Ihnen. Und wenn die immer wieder einen kleinen Hinweis bekommen, wie, was würden sie heute in ihr Logbuch schreiben oder sowas, dadurch bekommt es Leben und dadurch wird es dann gestärkt. Und ansonsten wünsche ich auch ein wunderschönes Wochenende.